Wir sind Sophia und Damian und haben vor, dieses Prachtstück von Defender in einen Beachhouse Offroad Camper auszubauen. Ganz inspiriert von unserem ersten Van-Ausbau. Und damit willkommen zur zweiten Defender-Ausbau-Episode. Das letzte Mal haben wir relativ schnell die großen Teile des Wagens abnehmen können. Wir sind aber noch lange nicht fertig mit der Demontage. Die Lackierung steht bald an und dafür muss fast alles demontiert werden. Die Schrauben sitzen jetzt aber so richtig fest, also wird gebohrt, geflext und viel Geduld benötigt. Sieht schon ziemlich heftig aus, so gefühlt ohne alles, oder? Es bleibt spannend, ob wir den Wagen mit der neuen Lackierung wieder zusammengeschraubt kriegen. Du willst es nicht verpassen? Dann vergiss nicht, unserem Account zu folgen.